Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Verlorene Seelen. Beim letzten Mal sind wir hier langgelaufen. Können jetzt nicht mehr zurück. Vielleicht finde ich irgendwo einen Schalter, um sie zu entriegeln. Mary, oder wie sie... Oh. Okay, ich habe mich kurz erschrocken. Mary, oder wie sie hieß, ich kann mir den Namen einfach nicht merken, tut mir leid. Ein kleines Fach, es ist verschlossen. Ja. Kann ich das benutzen? Nein. Ein Brecheisen. Okay. Ja, die wird jetzt halt von dem Geist besucht und... Oh, da hat's eine Waffe. Komm schon. Komm. Put. Put. Hallo. Oh, die kann schießen. Ach Gott. Zehn Arm, ja, bla. Zwei Schrotpatronen. Ein Jagdgewehr und 15 12,7 mm Patronen halten. Wir haben jetzt ein Jagdgewehr. Ein Rehkopf. Toll. Ein Bärenkopf. Super. Pumpgun, Jagdgewehr. Ich behalte mal noch. Cutscene, yay, oder? Nein. Wow. Oh Gott. Sowas. Und dann auch noch in so einem Seitenraum. Oh Gott. Bücher über Pflanzenzucht. Also eigentlich bräuchte ich die Schränke nicht absuchen, weil die leuchten nicht. Ah. Das ist aber eine Katze. Das Funkgerät. Jemand hat es zerstört. Wer das nur war. Eine kleine Kiste. Sie ist zugeschraubt. Man braucht einen Kreuzschraubenzieher, um sie zu öffnen. Und... Ich habe Schlitzschrauben. Natürlich. Nichts Besonderes. Bedienungshandbücher. Also können wir hier nichts tun. Schön. Superklasse. Ich glaube, ich kann da nicht drüber schießen. Komm. Tabletten. Super. Nicht. Nur Kleidungsstücke. Ja. Etwas blockiert die Tür. Das ist nicht nötig. Okay. Ach so. Okay, dann machen wir es eben so. Unser kleiner Helfergeist. Irgendetwas blockiert die Tür zu diesem Raum. Kannst du sie für mich öffnen? Ich schau mal. So ein netter Geist. Zack. Die Tür ist offen, Diana. Perfekt. Nur Arbeitsunterlagen. Okay. Leer. Oh. Schau dir mal dieses riesige Loch an. Ja, nicht zu übersehen.
Der Wachmann hat anscheinend eine Granate benutzt. Dort hinten ist ein Hebel an der Wand. Aber ich bin leider keine gute Springerin. Ich auch nicht. Vielleicht finde ich ja einen anderen Weg. Also so wie die da wieder rumsteht, brauchen wir eine Geisterkapsel. Und dann kann Alexandra irgendwas Cooles schweben oder so schieben. Yay, Tabletten, Patronen und eine kleine Gasflasche. Okay. Interesting, interesting. Verschlossen und verschlossen. Konnte ich hier noch weiter? Ja. Okay, oh. In der Pflanze steckt ein Schlüssel, aber ich kann ihn wegen der vielen Dornen nicht erreichen. Gut, dass Diana nicht alles wegwirft, was sie schon einmal benutzt hat, sondern wie eine gute Protagonistin alles aufhebt. Und wir jetzt hier wieder zurück können. Wo war der Schrank? Haben wir hier Schraubenzieheraufsatz erhalten. Yay! Hier, kombinieren mit dem Schraubenzieher. Kreuzschraubenzieher erhalten. Yay! Und mit dem können wir jetzt eine Kiste öffnen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo die Kiste war, dann wäre das natürlich alles richtig tutti. Ich habe echt einen Orientierungssinn von einem Goldfisch und oder von einem Stein und ein Gedächtnis von einem Goldfisch. Nein. Ha, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Hä? Bin ich jetzt blöd? Ah, ja. Nehmen wir doch die. Geisterkapsel, yay! Wusste ich doch, wir brauchen eine Geisterkapsel. Ah ja. Sie kann jetzt bestimmt schweben oder so. Wie so ein richtig cooler Geist. Ich habe wieder eine Geisterkapsel gefunden. Bis jetzt bist du immer stärker geworden, als du sie benutzt hast. Vielleicht hilft uns das auch beim Hebel weiter. Oder so Gedankenmanipulation und so. Ich kann es ja mal probieren. Spürst du irgendeine Veränderung? Wieso? Ja, vor allem Gedankenmanipulation macht ja Sinn mit einem Hebel. Ja, das fühlt sich ganz seltsam an. Es ist, als ob ich das Gewicht von allen Sachen im Raum spüren kann. Telekinese, meinte ich. Das war ganz schön anstrengend. Das würde ich nur ohne dich machen, junge Dame. Vielen Dank. Ich wünschte, der Geist von Mr. Ryan wäre auch so hilfsbereit. Ich glaube nicht, dass der dir helfen wird. Die anderen Geister werden nach einiger Zeit immer böse. Wie meinst du das? Ich weiß nicht. Es ist, als ob sie immer verzweifelter werden und dann ändert sich plötzlich ihre Farbe. Sie werden ganz schwarz. Ja, woher weißt du das? Mr. Ryan hat sich schon so verändert. Oh, dann musst du ihm jetzt aus dem Weg gehen. Wenn die Geister so sind, dann töten sie alle, die ihnen über den Weg laufen. Sie töten. Mein Gott, Miss Woods! Diana, warte auf mich! Oh oh. Ein kleines Kind? Du gehörst weder zum Personal noch zur Reisegruppe. Was machst du hier? Ich bin hier schon viel länger als Sie und Sie haben mich sogar schon mal gesehen. Ich habe es immer für Einbildung gehalten. Natürlich wusste ich von den anderen Geistern, aber die wurden nach einiger Zeit immer gewalttätig. Als die anderen von einem Geist eines kleinen Mädchens erzählt haben, konnte ich das nicht glauben. Aber wie es aussieht, habe ich mich geirrt. Ich weiß, dass ihr Geister auf normalem Weg nicht mehr verletzt werden könnt. Helf mir, in den Keller zu kommen. Nein, ich helfe Ihnen nicht. Sie sind ein böser Mann.
Vielleicht bin ich das wirklich, aber es ist nicht meine Schuld, dass diese ganzen Zombies und Geister hier herumlaufen. Dieser Bastard Henry hätte seine Frau schon längst zerstören sollen. Wenn ich nur an das Spektralschild gelangen könnte. Das Spektralschild. Dum, dum, dum. Mr. Williams. Er ist tot. Sein Rücken ist mit Einstichsverletzungen übersät. Das war kein Zombie. Es muss Mr. Ryan gewesen sein. Nope. Nicht Mr. Ryan. Was ist denn? Du hast dich doch auf der Hinfahrt nicht so angestellt. Gefalle ich dir als Geist etwa nicht mehr? Nein. Nun bin ich aber wirklich enttäuscht. Ich fürchte, jetzt muss ich... Meine schöne Munition. Du weißt doch, ich bin ein Geist. Du kannst mich nicht töten. Eigentlich mag ich es ja nicht, wenn ich gestört werde. Aber bei dir mache ich mal eine Ausnahme. Mit zwei Frauen wird es noch viel besser. Ist er... Nein. Am Anfang können die Geister ihre Gestalt nur noch nicht so gut kontrollieren. Es dauert ein wenig, bis er wieder die Kontrolle über sich hat. Kann man denn gar nichts gegen die Geister machen? Doch. Früher haben wir oft Banntränke gebraut. Sie können Geister für eine längere Zeit vertreiben. Im Burggarten wachsen bestimmt auch die richtigen Kräuter, um einen zu brauen, aber ich kenne das Rezept nicht mehr. Tut mir leid. Das ist nicht schlimm. Gibt es denn darüber irgendwo Aufzeichnungen? Ja, bestimmt. Ich werde mal die alten Bücher durchsuchen. Ach ja, ich habe diesen Schlüssel gefunden. Der wird dir bestimmt weiterhelfen. Yes! Bronzeschlüssel erhalten. Wow! Danke. Kannst du Miss Woods auch dorthin bringen, wo du Miss Tyler versteckt hast? Ups. Nein. Bleib lieber hier, Diana. Die schwarzen Ranken sind gefährlich. Aber ich muss ihr doch irgendwie helfen. Von hier oben kannst du nichts tun. Du hast recht. Ich muss einen Weg in den Keller finden. Bitte such nach diesem Buch mit dem Rezept für den Banntrank. Ich mache mich sofort auf den Weg. Yeah. Also dieses Spiel läuft bisher... tausendmal besser als Wolfenhain. Auch wenn ich mich manchmal anstelle, weil ich den Weg nicht direkt finde, aber... Hier unten war, glaube ich, irgendwo noch eine Tür... mit Bronzeschlüssel. Die unten rechts? Ja, auch. Ich bin gut. Ich bin gut. Das, was vor 5 Sekunden passiert ist, weiß ich nicht mehr. Aber das weiß ich noch. Dum, 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 dum. So. Patronen. Was haben wir hier? Eine Kaffeemaschine. Weil Kaffee ist Liebe. So. Kleine Gasflasche. Kombinieren. Mit dem Schweißgerät. Schweißbrenner kann nun benutzt werden. Sehr gut. Ach, eine Cutscene. Es wird Zeit, dass Sie mir erklären, was hier passiert ist. Dieses Geblinke, warum? Wenn Sie unbedingt wollen. Sie haben gesagt, dass Ihre Frau an Kraft gewonnen hat. Also ist sie auch ein Geist? Ja, das ist sie. Wie ist es dazu gekommen? Warum sind diese ganzen Leute zu Geistern geworden? Es fing alles damit an, dass... Rückblende! Meine Frau und ich entdeckten, dass wir Menschen tatsächlich eine Seele besitzen. Wir fanden heraus, dass es möglich ist, die Seele vom Körper zu trennen. Lange dachten wir darüber nach, die Theorie in die Praxis umzusetzen, aber wir wussten nicht, ob sich der Prozess rückgängig machen lässt. Doch eines Tages erkrankte meine Frau schwer. Die Krankheit lähmte sie nach und nach immer mehr und es gab keine Aussicht auf Heilung. Es schmerzte mich sehr, sie so leiden zu sehen. Und am Ende wurde mir klar, dass ich ohne sie nicht weiterleben könnte. Ich entschloss mich, ihren Körper in Stasis zu versetzen, damit sie eines Tages geheilt werden kann. Aber obwohl sie in diesem Zustand noch lebte, so waren wir doch getrennt. Deswegen entschied ich mich, ihre Seele vom Körper zu trennen. So könnte ich wenigstens auf diese Art mit ihr zusammenleben. Es zeigte sich, dass all unsere Theorien richtig gewesen sind. Elizabeth war bei vollem Bewusstsein, kein Zeichen mehr von ihrer Krankheit. Ich war überglücklich und dachte, sie würde es auch sein, aber
Sie wollte oder konnte es nicht akzeptieren, nur noch ein Geist zu sein. Und so wurde sie von Tag zu Tag immer depressiver und aggressiver, bis sie eines Tages anfing, die Wissenschaftler im Labor zu töten. Mir blieb nichts anderes übrig, als sie mit Bannrunen einzusperren. Die unnatürliche Trennung von Körper und Seele muss sie in den Wahnsinn getrieben haben. Deswegen macht man sowas nicht. Keine gute Idee. Ich war so ein Narr. Wie befürchtet fand ich keinen Weg, die Seele wieder zurück in den Körper zu transferieren. Ich hatte meine geliebte Frau zu einem Monster gemacht. Aber ich wollte sie nicht aufgeben. Also begann ich mit den Experimenten. Ich heuerte Wissenschaftler an, um mir dabei zu helfen. Und ich heuerte Söldner an, um mir Forschungsobjekte zu besorgen. Forschungsobjekte? Sie meinen doch nicht etwa... Es blieb mir anderes übrig. Ich musste einen Weg finden, die Seele abzutrennen, ohne dass die Geister wahnsinnig werden. Wäre mir das gelungen, dann könnte ich vielleicht auch einen Weg finden, um Elisabeth zu heilen. Und dafür haben sie andere Menschen getötet? Sie sind ja wahnsinnig. Dann sind die Zombies die leeren Hüllen ihrer Opfer, ist das so? Ja, sie werden genauso aggressiv wie die Geister, als würden sie wie Marionetten von ihnen gesteuert werden. Was ist nun im Keller passiert? Wieso wimmelt es hier plötzlich von Zombies? Meine Frau hat es geschafft, alleine durch ihre Gedanken die Maschine unter ihre Kontrolle zu bringen. Sie hat alle im Labor entseelt und breitet sich immer weiter im Keller aus. Ich weiß nicht wie, aber sie hat nun die Kraft, den Menschen die Seele auch ohne die Maschine zu entreißen. Als das passiert ist, haben sie gerade versucht, Mr. Ryan die Seele zu entziehen. Habe ich recht? Nennen Sie mir einen Grund, wieso ich sie nicht auf der Stelle erschießen sollte. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Es ist mir sowieso egal. Wir werden hier alle sterben. Nein, ich bin nicht so ein Monster wie Sie. Nur noch eine Sache. Wieso ist der Geist von Alexandra nicht wahnsinnig geworden? Alexandra? Ach, das kleine Mädchen. Niemand hat ihr die Seele entzogen. Sie ist schon sehr lange tot. Ich weiß nicht, was sie noch im Diesseits hält. Aber die Seelen der Menschen, die normal sterben, werden nicht wahnsinnig. Und nun entschuldigen Sie mich. Dieses Geblinke. Hör auf. Ob es einen Weg gibt, Elisabeth zu zerstören? Auf dem Bild ist ein Durchgang zu sehen, vielleicht eine Art Geheimtür. Danke. Gott. Uff. Jetzt müssen wir natürlich dieses Zimmer finden. Oh, hier. Okay. Wie viel Leben habe ich noch? Okay. So. Wir haben hier noch Patronen und da ist der Durchgang. Auf dem Bild war an dieser Stelle eine Tür. Hier ist ein versteckter Schalter. Yes. Die Tür wurde zugeschweißt. Gut, dass wir ein Schweißgerät haben. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob das so funktioniert. Das Gas hat gerade noch gereicht, um die Tür aufzuschweißen, aber nun ist die Flasche leer. Kann man was aufschweißen? Heißt es wirklich so? Es klingt so falsch. Geisterkapsel, yes. Ich weiß nicht, das klingt irgendwie als wäre das falsche Wort. Nichts Interessantes. Im Schrank sind Gesellschaftsspiele. Yay! Ich spiele gern Gesellschaftsspiele. Ah. Nur momentan habe ich niemanden, mit dem ich spielen kann. Ist ein bisschen traurig. Da liegt noch was. Yay! Patronen. Und sonst nichts. Okay. Dann die letzte Tür. Ah, da liegt auch was. Tabletten. Ich habe Wundpflaster mit Tabletten verwechselt. Upsi-Daisy. So, und jetzt? Was habe ich jetzt herausgefunden? Was passiert ist? Aber
Eine Kapsel, in der sich spektrale Energie befindet. Toll. Haben wir noch irgendwo eine Bronzetür? Schloss silbernes Symbol. Okay. Da können wir nicht rein. Ach ja, genau, da hinten war ja der Garten. Die Tür führt anscheinend in den Garten, aber sie ist abgeschlossen. Ich meine, ich muss später in den Garten, ja. Die Tür ist wieder ins Schloss gefallen. Kann ich hier immer noch durch? Nein, okay. Ich hätte nicht erwähnen sollen, dass das Spiel bisher so gut läuft. Ah. Wo geht es weiter? Ich dachte, wir hatten noch eine Tür mit einem Bronzeschlüssel, aber ich habe keine Ahnung mehr wo. Das heißt, ich kann eigentlich nur abklappern. Tür ist verschlossen. War da nicht das Zimmer von dem anderen Typ? Ich sollte den Tentakeln nicht zu nahe kommen. Ja, gute Idee. Ich habe jetzt keine Zeit, um zu duschen. Das erinnert mich ein bisschen an Taut. Es waren sehr nettes Horrorspiel. Leider nur bis zur Demo geschafft. Nie vollständig erschienen. Hat so ein bisschen was von Silent Hill. Ein Mauseloch. Habe ich hier Alexandra schon gerufen? Ja. Tür ist verschlossen. War ich jetzt hier schon drin? Oh Gott. Okay. Dann haben wir die Seite immerhin schon mal abgesucht. Okay, waren wir hier schon? Ich glaube schon. Ja. Hier gab es auch nichts mehr. Hier waren wir, glaube ich, auch schon, oder? Ja. Okay. Ach ja. Ein alter Spiegel. Mhm.
Da war nur das Badezimmer da unten. Hier? Nope. Da sagt sie gar nichts mehr. Okay. Aber da hinten war doch auch nichts mehr. Also. Schön, wie wir alles 5000 Mal ablaufen, weil ich mir einfach nicht merken kann, wo solche schönen Türen sind. Okay, hier kommen wir jetzt wieder zurück. Alles klar, immerhin können wir jetzt laufen. Aber hier war doch auch nichts mit einem Bronzeschlüssel. Ist doch doof. Hier geht's raus auf den Balkon. Sonst hat es hier nichts. Also. Nicht, dass ich jetzt doch noch irgendwo was übersehen habe, aber eigentlich sollte ich nichts übersehen haben. Und hier komme ich ja nicht drüber. Hier war nur der Geheimraum. Der richtig gut versteckte Geheimraum, den man nicht gesehen hat. Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Leer. Im Loch ist eine Maus. Nö. Alexandra kann durch Gedankenkraft Gegenstände bewegen. Müssen wir das noch irgendwo machen? Gibt es noch irgendwo? Irgendwo einen Gegenstand, den ich bewegen müsste, wo ich nicht drankomme. Ich wüsste ehrlich gesagt absolut nicht, wo. Ich meine, hier haben wir doch alle Räume abgesucht, oder nicht? Ein Wandbild, nichts Interessantes. Da ist nur ein Stuhl. Huh. Dö. Sind nur Seife. Seife? Seife? Was ist Seife? Ha. Die Anlage ist außer Betrieb. Hier ist nichts. Arbeitskleidung und eine Kaffeemaschine. Von Motten zerfressene Mäntel. Toll. Oh, oh Gott, ich war hier nicht. Oh. Ich habe tatsächlich keine. Zack. Ich bin so blöd. Es tut mir so leid.
Abgeschlossen. Ah, da kommt Alexandra. Oh Gott. Ich habe dir eine Tür nicht gesehen. Bekommst du die Tür nicht auf? Ja, sie ist leider abgeschlossen und diesmal ist kein Mauseloch in der Nähe. Wenn ich doch nur wieder durch Türen gehen könnte. Vielleicht kannst du das auch, wenn ich noch eine weitere Geisterkapsel finde. Meinst du? Ich schaue mich mal um. Ich warte hier dann so lange. Ja, die haben wir ja schon. Mal sehen, ob die Kapsel etwas bewirkt. Ich versuche mal durch die Tür zu gehen. Wie cool. Es hat geklappt, aber es war ganz schön anstrengend. Ich glaube, durch Holz- oder Eisentüren kann ich nicht gehen. Nur durch welche aus... Wie heißt das nochmal? Kunststoff. Ja, genau. Hast du schon das Buch mit dem Rezept gefunden? Nein, leider noch nicht. Aber mir ist ein alter Bücherschrank eingefallen, in dem es sein könnte. Falls du wieder meine Hilfe brauchst, ruf mich einfach. Na sichi. Ah, Gott. Gut, dass es hier so viele Heilsachen gibt. Oh. Der Typ. Hier sind sie also. Ich dachte schon, Mr. Ryan hätte sie auch getötet. Nein, ich konnte ihm gerade noch entkommen. Mr. Williams leider nicht. Oh, er wurde von Mr. Ryan ermordet? Ja, ich habe ihn auf dem Flur vor seinem Zimmer gefunden. Verstehe. In diesem Haus gibt es einen sicheren Ort, in dem sie sich verstecken können. Am besten ich rufe Alexandra, damit sie ihnen zeigen kann, wo der Raum ist. Alexandra? Das ist eine lange Geschichte. Am besten sie vertrauen mir einfach. Ja, genau. Vorher schaue ich aber erstmal, ob hier irgendwo ein Schlüssel ist. Sie hätten mich nicht so anstarren sollen. Hm? Was meinen Sie? Mr. White, was? Warum starren mich immer alle so an? Ich will das nicht. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Wenn Sie sich auch nur ein Stück rühren, dann erschieße ich Sie. Sind Sie verrückt geworden? Jetzt verstehe ich. Es war gar nicht Mr. Ryan, der Mr. Williams getötet hat. Das waren Sie. Warum hat er mich auch so angestarrt? Er wollte es ja nicht anders. Sind Sie unverletzt, Diana? Ja. Am besten, wir sperren ihn irgendwo ein. Niemals. Verdammt. Ich konnte ihn nicht einfach so erschießen. Machen Sie sich keine Vorwürfe. Das unterscheidet uns von solchen Leuten wie Mr. Welford. Jetzt haben Sie mich schon wieder gerettet. Vielleicht wäre es doch besser, wenn Sie sich irgendwo verstecken. Und dort auf den Tod warten? Nein, auf keinen Fall. Was ist mit dem Funkgerät? Es wurde leider zerstört. Das habe ich befürchtet. Ich habe erfahren, dass der Leiter des Sicherheitsdienstes für Mr. Welford die ganze Drecksarbeit gemacht hat. Er möchte wohl verhindern, dass ihn die Polizei erwischt. Ja, das kann ich mir bei diesem Kerl vorstellen. Ich bin ihm schon begegnet. Unsere einzige Chance ist der Kontrollraum im Keller. Von dort kann man die Türen entriegeln. Ich weiß, aber der Keller ist voller Zombies und Geister. Wir haben wohl keine andere Wahl. Wissen Sie denn, wo der Eingang zum Keller ist? Nein, ich suche noch danach. Gut, dann werde ich versuchen, diesen Mr. White zu fassen zu kriegen. Ich möchte nicht, dass er uns in den Rücken fällt. Seien Sie aber bitte vorsichtig. Und Sie auch. Nimm das Messer mit. Normales Büromaterial. Das brauche ich nicht. Okay. Das Telefon funktioniert nicht. Hier hat jemand irgendwelche Kostenabrechnungen gemacht. Ja, ist sehr wichtig für so ein dubioses... Hier, Familiengeschäft. Silberschlüssel. Sehr nice. Okay, ich gehe jetzt noch zum nächsten Speicherstand. Und es tut mir echt leid. Ich habe einfach diese Tür komplett verdrängt. Ah. Genau. Und dann schauen wir uns beim nächsten Mal die Tür mit dem Silberschlüssel an. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.